Hallo, hier ist wieder eure Hanni. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich bin die Hanni. Bist du hier zufälligerweise auf meinen Kanal neu dazu gestoßen? Ne? Ja, freue ich mich sehr über ein Abo. Ne? Und das Glöckchen anmachen. Ja, und ihr seid ja heute komisch. Ich bin komisch, ihr seid komisch. Also ich meine, nicht falsch verstehen, aber irgendwie ist meine Kamera jetzt hier schon wieder nicht so richtig. Sorry, wenn ich so wackle. Ich hoffe, euch wird nicht schwindelig beim Zugucken. Ja, Adventskalender-Unboxing mache ich. Und zwar habe ich hier von Revolution. You are the Revolution Adventskalender 24 plus ein Türchen. Ich weiß nicht, ist das wirklich der aktuelle von 2021? Also ich habe erst ein Unboxing gesehen. Was heißt gesehen? Aber ich habe mal so eingegeben hier bei YouTube. Da hat bis jetzt nur die Frühlingsrolina den gezeigt. Ich bin mir aber nicht so sicher, ist der wirklich aktuell? Irgendwie wurde noch ein anderer angezeigt. Ich weiß nicht, also ich sehe bei Revolution hier irgendwie nicht mehr durch. Wir gehen jetzt einfach mal aus, dass das der aktuelle ist. Ne? Ja, das ist das, was ich hier mache. Immer wenn ich dieses T-Shirt anhabe, unboxe ich einen Adventskalender. Darfst du sehr gerne diesen Kanal abonnieren. Ja, freue ich mich sehr drüber, wenn du das machst, kostenloses Abo. Weil die 1000 sind nicht mehr weit und ja, und ich würde mich freuen. Ne? Genau, irgendwie ist die heute, ich weiß auch nicht, komisch heute, die Hani. Ich bin eigentlich nie immer so, manchmal bin ich auch normal. Ja, mit dem Fuffi seid ihr dabei bei diesem Adventskalender. Ne? Ich blende euch den Preis mal genauer hier ein. Und ich habe noch nichts, doch von Revolution habe ich schon ein bisschen was. Zwei kleine Lidschattenpaletten und ein Lip Liner, das war's. Und ich will unbedingt mal von Revolution Make-up-Produkte ausprobieren. Und da habe ich wirklich noch nichts weiter da. Ne? Ja, also und dann war es das auch. Also ich will von H&M mal ausprobieren, von Trended Up, von... Hier Revolution und Benefit. Ne? Eigentlich wollte ich noch Kiko Milano den Adventskalender, aber ich habe mich jetzt noch gegen den entschieden, weil so viel Make-up-Produkte. Denn nächstes Jahr, ne? Dann nehme ich mir den nächstes Jahr vor und ich habe jetzt den von Revolution und der reicht jetzt erstmal. Ne? Und wir gucken uns mal an, was sich hier so drinne befindet. Ne? Natürlich Make-up und ich denke viel doppelt. Er ist ein bisschen komisch, der Kalender. Wenn ich den aufmache, fliegen mir hier die Boxen entgegen. Ne? Der ist so, ja... Und wenn ich den hinstelle, fliegen die mir auch raus. Also das ist total blöd gemacht. Und schon haben wir das. Das lasse ich drinnen, das schneide ich nicht raus. Das ist das, was ich meine. Deswegen lasse ich den jetzt hier so vor mir liegen. Na? Ich lasse das jetzt so durcheinander, wie es jetzt hier ist, so liegen. Ja, ich hoffe, es ist alles ganz geblieben. So. Und ich würde sagen, wir gucken, ich lasse das hier. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ne? So läuft das hier bei der Hanni. Und zwar gucken wir jetzt mal, was in der 1 so drin ist. So, in der 1. Die ist ein bisschen verkehrt rum, oder? So lang. In der 1, das fühlt sich so an wie ein Lippenstift, oder? In der 1 haben wir ein Lippenstift. Naja, natürlich, welchen auch sonst. Was auch sonst, rot, ne, rot, Farbe Slow, okay, rote Lippenstifte habe ich ohne Ende da, deswegen, oh, der, so lang geht der auf, oh wei, hier hat man denn eine Probe drin, ne, das kriegst du nicht bei allen Lippenstiften raus, nur mal so zur Info, da fragst du dich, warum die das machen, wo war das jetzt drin, hier. Okay, wenn man mal austesten möchte, ne? Oh, das ist ein schönes Rot. Allerdings weiß ich noch nicht, ob der bei mir bleibt. Ich weiß es noch nicht, weil ich gucke, lang und schmal, die 3 ist lang und schmal, befindet sich bestimmt ein Mascara oder so. Nein! Oh, was ist das denn? Oh, der schimmert so schön. Ach, ein Lipgloss ist das. Da haben wir schon mal ein Lipgloss, Farbe Strobe. Ey, das ist eine Riesentube, ey. 8 Milliliter? Okay. Ein Lipgloss, 8 Milliliter, der kommt in so... Der hat bestimmt vorne mit diesem abgeschrägt und dann mit dem Loch, genau.
Ich weiß noch nicht, ob der bei mir bleibt oder ob der weiter wandert. Ich gucke erstmal, wie viel hier noch drin ist. So, ne? Die Frau ist völlig doof. Die ist durch. Warum habe ich erst die 3 aufgemacht? Es ist doch endlich die 2 drin. Oh Gott, in der 2. Ihr habt jetzt auch gedacht, kann die nicht zählen oder was? Dann nehmen wir jetzt die 2 vor. In der 2. Das könnte vielleicht auch Mascara sein. Wieso habe ich erst die 3 genommen? Die ist durch, weil der Kalender jetzt durcheinander ist, ist die Frau jetzt auch durcheinander. Ne? Es ist so, wie es ist. Haben wir ein Liquid Eyeshadow. 2,5 Milliliter. Silber. Es ist schön, ein schönes Silber. Ne? Das könnt ihr sehen. Ja, okay. Weiß ich noch nicht, weil flüssige Lidschatten. Weiß ich nicht. Ich habe es noch nie ausprobiert, flüssige Lidschatten. Deswegen kann ich euch noch nicht mal sagen, dadurch, dass ich die Box jetzt kaputt gemacht habe, bleibt es natürlich nicht stehen, kann ich euch noch nicht mal sagen, ob ich das benutzen kann oder nicht. Ich weiß es nicht. Dann kommen wir zur 4 in einem kleinen quadratischen Päckchen. In der 4 haben wir, ist richtig fest drin, ne? Ein Highlighter. Oh, guckt mal, ist der schön. Wenn nicht noch mehr drin sind Highlighter. Ne? Wir gucken mal, was, wie viel, ob, ich weiß es nicht. Ich denke, das wird der einzige Highlighter sein. Der schimmert auch schön, ne? Den werde ich erstmal noch nicht swatchen. Wie gesagt, da gucke ich erst was Kleines drin. Hier haben wir die 5. Die 5. Die 5. Ein Tag von Nikolaus. Ach Gott, du bist ja niedlich. Es könnte ein kleiner Mascara sein, oder? Nein, ein Brow Gel. Ah, ein Brow Gel. Ja, Gel wissen wir alle. Ne? Da brauche ich das ist so ein kleines. Ne? Zum Fixieren von Augenbrauen. Genau, und das ist ein transparentes Gel. Ich weiß jetzt nicht so richtig, was jetzt hier die 9 und die 6 ist. Ich weiß es nicht. Ich akkore das jetzt einfach mal zur 6 aus. Und das fühlt sich so richtig leicht an. Bestimmt Beauty-Schwämmchen drin, oder? Genau. Der wird dann auch ausgetestet in dem Revolution Full Face. Ja, natürlich hauen die hier keine Foundation mit rein. Haben wir einen kleinen schwarzen Beauty-Schwamm. Diesen kleinen schwarzen Beauty-Schwamm nehme ich immer, also so ein kleines Schwämmchen, nehme ich immer mehr für unten, ne, zum Einarbeiten vom Concealer. Denn haben wir hier. Könnte ja auch mal ein Eyeliner oder so drin sein, den ich eh nicht benutzen werde. Also da weiß ich, dass der weiter wandern wird. Oh, das ist ein bisschen geschwitzter eingepackt, dass das nicht. Oh, nein. Ein Lip Liner. Ein Lip Liner. Ne? Ist ein roter oder ein, nee, braun, das ist so braun. Ich sag mal, das ist so braun. Wie gesagt, da muss ich mal gucken, was ich schon an Lip Liner da habe in der Farbe. Und wenn nicht, wird der, ist ein Anspitzer dran? Nein, haben wir hier nicht. Wird der, guck mal, da spiegelt sich richtig mein Ringlicht drin, ne? Das ist eine Honey Honey Eyeshadow Palette. Passt ja zu mir. Honey Honey steht wirklich hier oben. Honey Honey, eine Eyeshadow Palette. Weiß ich noch nicht. Ich weiß, da ist nämlich noch eine drin. Ne? Ich denke mal nach 25. Die Töne habe ich schon mehr wie genug da. Deswegen wird die kleine hier mal verlost. Oder lasse ich im Kalender drin für selbstgefütterte Adventskalender für eBay oder. 9, ne, wo man nicht weiß, ob das nun die 6 oder die 9 ist. Ich sag, ich nehme das jetzt einfach mal halt andersrum als 9. Ne? Wow, Cryon, ein ein Augenbrauenstift, aber einen transparenten. Okay, ja. Gut,
Vielleicht wird das Gel mal weiter wandern und ich werde mal so einen Augenbrauenstift mal austesten. Ne? Vielleicht mache ich das auch mal so. Mal gucken. Oben. Nein, so lang muss ich die halten. Oh, das ist ein Kiefer. Hä? Von der anderen Seite aufmachen, da komme ich ja gar nicht ran. Es ist auch sehr leicht. Okay. Aha. Pinsel, die werden auf jeden Fall bei mir bleiben. Deswegen werde ich, da haben sie aber sehr, ne? Ah, guck mal. Ein Pinsel. Oh je, so ein ganz. Oh, oh, der stoppt, aber habt ihr das gesehen? Ihr wisst, hier. Seht ihr das? Der stoppt. Also, den werde ich mir erstmal waschen, bevor ich den benutze, wenn da so ein Stopp da rauskommt. Du. Und den macht man, ne? Den nimmt man, ja, den muss ich wirklich waschen, weil der ist auch ganz schön verbogen, ne? Ja. Und hier hängt auch schon ein Härchen raus. Und das ist ja ein, damit macht man denn hier unten so, ne? So den hier oben oder um den Wimpernkranz zu verdichten. Ja, für die untere Wasserlinie. Ja, schön. Gut, dann kommen wir zur 10. Die 10, die 10, nee, die 11. Nee, es geht heute gar nicht. Okay, ja, wenn wir wieder einen Lippenstift. Baby, die Farbe Baby. Die haben ja komische Farbbezeichnung. Baby. Es ist ein rosa. Da haben wir hier wieder so eine, hier so eine Probe dran, ne? Der sieht, guck mal, der ist schon, als wenn der schon mal benutzt worden. Nee, das ist nicht. Aber da ist irgendwie ein Loch drin. Okay, das ist mehr so Nude, ne? Also. Bei mir bleibt. Ich weiß, es ist noch nicht so ein Nude-Ton, ne? Aber irgendein Lippenstift wird bei mir bleiben. Aber wahrscheinlich die Farbe, weil die Farbe habe ich so noch nicht da. Vielleicht so ähnlich, aber nicht so. Zwölf. Halbzeit. Kommen wir auch schon zur Halbzeit. Lippenlos, ne? So. Hier haben wir einmal ein Lipgloss. Oh, das ist aber eine schöne Farbe. So beerefarben, würde ich jetzt behaupten. Ne? Oh, ich denke, dass der bei mir bleibt. Das ist eine schöne Farbe. Oh, die riechen gut. Kriege ich ja Hunger auf was Süßes. Hier steht keine Farbe oben, aber ja, ne? Also 10. Ja, man hat hier natürlich viel doppelt drin, ne? Hier haben wir auch noch mal ein Lipgloss. Na, der wird weiter wandern. Ich mag eigentlich diese Lipgloss hier mit diese Tubendinger eigentlich jetzt nicht so unbedingt, ne? Und Lipgloss habe ich mehr wie genug und Lipgloss nehme ich eher weniger. Deswegen denke ich, dass der weiter wandern wird. Ja, aber ist ja nicht schlimm, ne? Tage bis Heiligabend. Fühlt sich leicht an. Da könnte auch wieder sowas wie ein bestimmt mal ein Eyeliner drin sein. Oder Lipliner. Ne? Eyeliner. Genau. Ein Eyeliner. Und ich denke mal, der wird ganz normal schwarz sein. Also diese Kajalstifte, die habe ich mehr wie genug da. Dann denke ich, dass der auch weiter wandern wird. Also den brauche ich auch nicht austesten. Der wird auch nicht anders sein wie andere Kajalstifte, obwohl manche Kajalstifte sind richtig hart. Und mit die komme ich gar nicht klar. Ne? Also mein Kajalstift von Revival de Loop, der ist so ein bisschen weicher und den nehme ich gerne. Deswegen 10 zur 15 ist wieder in so einer glänzenden Packung drin. Haben wir wieder eingepackt. Ein Pinsel. Na, ich gehe von aus, dass das halt so ein staubt der auch so? Da klar, seht ihr das? Alter, warum staubt denn das so? Auf jeden Fall ist es ein, ich denke mal ein Lidschattenpinsel, gehe ich jetzt mal von aus, ne? Ja, es ist ein Lidschattenpinsel, würde ich jetzt behaupten. So ein bisschen kenne ich mich mittlerweile aus, ne? Ja, 16. ist auch so schön glänzend. 16, die 16.
Die 60. Mascara wäre mal schön zum Austesten. Eye Primer, der bleibt auf jeden Fall. Ein Eye Primer. Eye Primer, ne? Ich denke mal so, damit ist so Lidschattenprimer gemeint, ne? Ja. Oder soll das wie so eine Art Concealer fast sein? Ich bin mir nicht sicher. Eye Primer? Nee, Eye Primer ist für Lidschatten gedacht, ne? Damit der Lidschatten nicht so in die Fältchen kriecht, weil meiner geht nämlich bald alle. Und da ist es mal nicht so verkehrt. Nein, das ist eine Lidschattenbase. So, ne? Damit der Lidschatten nicht reinkriecht in die Fältchen, dann bleibt der auf jeden Fall. Dann kann ich den auch schon mal swatchen, aber ich glaube, da gibt es nicht viel zu swatchen. Ja, ne, so sieht es halt aus. Genau. Ja, damit halt kann man schön einarbeiten, ne? Ja. Okay. Sehen ist wieder eine relativ große Packung. Ich liebe Taschenspiegel. Ich liebe diese Spiegel. Haben wir einfach mal so einen Spiegel, wo denn Revolution oben steht. Oh, schön. Mit dem Matt und Gold, ne, so ist der Spiegel. Oh, herrlich, ja, schön, der gefällt mir, der bleibt. Ich mag irgendwie Taschenspiegel, ich fange jetzt an, hier Taschenspiegel zu sammeln, um mich drüber zu freuen. Ja, ne, also für die Handtasche auch mal so gepackt und für unterwegs mal schnell gucken, ja, sitzt doch alles. Ja, ne, schön, der bleibt auch, also der bleibt. 18. Eyeliner, komm, so ein richtiger Eyeliner darf doch hier nicht fehlen. Nein, haben wir wieder ein Brow Pencil in der Farbe Braun, ne? So, der wird auf jeden Fall weiter wandern, weil ich benutze keine Augenbrauenfarben. Könnte man aber auch als braunen Kajalstift nehmen, aber davon habe ich auch mehr wie genug da. Ne? Oder auch als brauner Lipliner kann man den auch nehmen, ne? Also, von daher, wer weiß denn das, ne? Aber nee, der wird weiter wandern, weil ich, ja, weil ich, wie gesagt, 10. Hätte auch die 16. Nee, das ist die 19. Die 1 ist ja so lang. Daran erkennt man das halt, dass es die 19 ist. So. Haben wir ein Liquid Eyeshadow. Wieder ein Liquid Eyeshadow. Habe ich schon da so in der Farbe, deswegen wird der wohl weiter wandern, der Liquid Eyeshadow. Und wie gesagt, ich weiß ja noch nicht mal, ob ich überhaupt so ein Liquid Eyeshadow mag. Ich wollte ja mal so ein Test-Schminke-Video machen. Ich habe Liquid Eyeshadow schon da, aber irgendwie komme ich nicht dazu, ne? Ich weiß auch nicht warum, weil ich 10.000 andere Sachen hier mache. Aber momentan wird sowieso nichts mit den ganzen Adventskalendern. Deswegen, ja. Muss ich da wirklich gucken, dass ich bloß den Silbernen behalte und dass der Goldene weiter wandern wird. Dann sind wir im Zigarbereich. Wieder eine quadratische Schachtel. Wenn wir, oh, das ist aber fest drin. Naja, so kann wenigstens nicht hin und, nicht hin und her. Oh ja, sehr geil. Blush. Ein Blush, der bleibt, ne? Herrlich. Ist die Farbe Flirt? Okay. Mhm. Hast du denn so rote Bäckchen, ne? Du bist ja so errötet. Wer hat dich denn durchgeflirtet, ne? Da würde das ja dann ganz gut passen, ja. Es geht so stramm auf Heiligabend zu. Haben wir wieder eingepackt einen Pinsel, ne? Ja, was ist das für ein Pinsel? Das weiß ich jetzt nicht. Der wird wahrscheinlich auch so stoben. Seht ihr das? Nee, der staubt nicht so. Ist ja eigenartig. Und was macht man mit dem hier? Was ist das für ein Pinsel? Ist das so ein Highlighter-Pinsel? Ich sag jetzt einfach mal, den benutze ich einfach mal als Highlighter-Pinsel. Genau. Ne? Ich denke ja. Ist halt so groß, so wie, hat so, ne? Benutzen wir einfach als Helle. Können wir ja gerne in den Kommentaren schreiben, ne? Was das für Pinsel ist. 22. Snapszahl. Ja, irgendwie vermisse ich hier einen Highlighter. So. Doch, nee, Highlighter haben wir ja da. Oh, nee. Ja. Ein Lipgloss.
Die Farbe habe ich auch schon mehr wie genug da, deswegen denke ich, wird der weiter wandern, ne? Es ist die Farbe, ja, weiß ich auch nicht. Nee, stehen wirklich keine Farbbezeichnungen rum. So sieht er aus. Wie gesagt, die Farbe habe ich schon sehr oft da, deswegen, ja, wird der weiter wandern, ne? Ja, ich glaube, ein Lipgloss, naja, ich muss... Oh, das könnte mal jetzt ein Bronzer sein. Bei uns wäre das ein Tag jetzt vor Heiligabend, ne? Aber da wir ja hier 25 haben... Oh, das könnte ein Bronzer sein. Und, sag ich doch, ein Konturpowder, ja... Kontur mache ich jetzt nicht. Ich benutze ihn einfach als Bronzer. Ne? Der wird als Bronzer zweckentfremdet. So sieht er aus. Ne? Genau. Ja, genau. Ne? So. Ja, so werde ich das machen mit dem. Weil Kontur mache ich nicht. Ich werde ja eh schon immer nicht fertig mit Schminken. Es dauert ewig und dennoch Kontur. So. Eigentlich ist ja bei uns Heiligabend, da ist eigentlich schon Schluss bei den Adventskalendern. Also ist denn die 24 vielleicht nicht ganz so spektakulär für uns, ja, aber für die in Amerika oder England, ne? Und da ist ja nicht so unspektakulär. Haben wir hier einen riesengroßen Pinsel drin. Und ich, ne, ein großes, ich denke mal, das ist so für Blush und für Bronzer oder wenn man jetzt ein bisschen Kontur macht oder so, denke ich mal, ist der staubt auch nicht so, ne? Genau. Also Pinsel, ne, die werden ausprobiert. Denke mal, den werde ich so als Blush nehmen und für den Bronzer. Genau. So werde ich das machen mit dem. Ne? 25, da wissen wir doch alle, was da drin sein wird, ne? Also von der Form her. Haben wir You Are Winner, diese wunderschöne Lidschattenpalette und die ist mega toll. Ja, ich mag eigentlich so eine großen Paletten gar nicht, ne? Weil zu viele Farben, ich weiß nicht, ich komme immer nicht klar, aber die wird auf jeden Fall bei mir bleiben, ne? Und da werde ich mal in einem Full Face einen Look schminken, da hat man Glitzer, Matttöne drinne, ne? Ja, gut. Ich würde sagen, ich mache mal kurz aus und ich gucke jetzt, was bei mir bleibt, was ich euch jetzt zeige zum Swatchen, ne? Und ich bin gleich wieder da. So, ich bin wieder da. Ich habe geguckt, ich habe mich entschieden, so viel bleibt gar nicht bei mir, ne? Ja, also der Spiegel, der Eye Primer und das Schwämmchen, ne? Das habe ich euch schon gezeigt. So. Und ich zeige euch jetzt, was bei mir bleibt und das swatche ich jetzt alles mal. Und zwar habe ich mich dafür entschieden, dass ich mal den Gel-Stift, Brow-Stift behalte. Ja gut, da sieht der jetzt nicht viel, ne? Ja, den müsste ich jetzt hier vielleicht austesten, aber da habe ich schon was oben. Ja, ist transparent, da seht ihr nicht viel. Aber ja, schauen wir mal, was der so... Wie entschieden, dass die Farbe Lip Liner bleibt, weil ich habe in der Farbe reichlich Lippenstifte da, schön weich, angenehm, so sieht er aus, ne? Ja, genau, da habe ich nämlich reichlich Lippenstifte da in der Farbe bleibt, weil rote habe ich mehr wie genug und die Farbe bleibt, obwohl die Farbe habe ich auch reichlich schon da, aber den lasse ich jetzt bei mir, ne? Und der ist matt, würde ich jetzt behaupten. Der ist matt. Okay. Habe ich mich entschieden, dass ich die Farbe von Lipgloss behalte. Ich finde, das ist eine sehr schöne Farbe und die habe ich nämlich nicht da. So, in dem Rot, ne? So, gucken wir uns auch mal an. Ah, passt ja eigentlich zu dem Lippenstift. Wenn man jetzt, guckt mal, wenn man jetzt den Lippenstift ein bisschen auftoppen will, ne? So als Topper, dass es doch glänzt, sage ich jetzt mal, werde ich das so in Kombi mit dem Lippenstift ausprobieren. Ich denke, dass das sogar gedacht ist zu dem Lippenstift. Ja, dann probieren wir das natürlich dann mal so aus. Dann habe ich mich entschieden, dass ich diesen Liquid Eyeshadow behalte, den Silbern. Und, na? Oh, oh wow. Guck mal. Oh, aber wisst ihr... Ich habe so überlegt, den kann man ja trotzdem vielleicht sich auch bloß so
am Rand machen zum Wimpernkranz, so ein bisschen wie Eyeliner ziehen, bloß so ein Strich. Wisst ihr, wie ich meine? Mal gucken. Vielleicht probiere ich das mal in dem Foolface aus. Auf jeden Fall, Was behalte ich. ich? Als Bronzer benutzen werde. Oh, der ist aber ganz schön dunkel, glaube ich. Guck mal. Ei, den muss ich mir ganz schön verblenden. Oh, das wird was werden. Naja, auf jeden Fall werde ich das trotzdem mal ausprobieren. Ne? Dann muss ich mir den halt schön verblenden. Muss ich gucken, weil ich mach schon manchmal ein bisschen wie Kontur, aber ich mache mir hier bloß immer an die Seiten so hin, ne? Damit das Gesicht ein bisschen schmaler wirkt. Ja, aber das ist ganz schön dunkel eigentlich, ne? Der bleibt jetzt trotzdem bei mir angefasst. Meins. Und Den Blush so. an. Oh, der ist schön. Oh. Den machen wir mal gleich hier mit in der Nähe vom. Der ist nicht ganz so, ne? Also der ist so ein bisschen dezenter. Wenn man den nochmal aufbauen möchte. Oh, der ist ja auch toll. Ja, ne? Und verblenden lässt der sich auch schön. Schön. So sieht es denn aus, wenn man den so ein bisschen verblendet. So. Der Highlighter, der Highlighter, der Highlighter. Ui. Ui. Naja, da, ne? Also, der ist schon. Der ist schön. Der ist schön. Der schöne Highlighter. Okay. Freue ich mich schon sehr. Jetzt mal diese Palette hier, ne? Gut. Ja. Ich werde mir bestimmt hier die Dinger hier hinlegen müssen. Okay. Wir gehen jetzt. Ich werde mir am besten gleich mal eins nehmen. So, gut. Ich gehe jetzt hier in die oberen drei Reihen. Ui. Ui. Oh yeah. Oh mein Gott. Oh, guck mal. So, trocken wischen. Dann gehe ich jetzt in den und in den matten. Na, gut. Ja, hätte ich euch eigentlich jetzt auch nicht unbedingt zeigen brauchen. Ui. Ui. Oh, hier der mittlere. Mega. Mega geil. So, dann gehe ich jetzt. Bloß, die hat bloß eine olle Jogginghose an. In den goldenen. Und oh, der ist ja auch schön. In den hier noch. Und in den hier. Ui. Oh. Ah, der mittlere sieht fast. Der ist schön. Ja, der hier, der mittlere. Dann gehen wir in den, da war sie raus aus der Kamera, in den hier. Na, der ist so bloß so ein Matter, ne? Alter Schwede. Guckt euch mal den an. Ey, richtig geil pigmentiert, ne? Also das muss ich jetzt mal wirklich sagen. Alter Schwede, also da freue ich mich schon jetzt schon auf den Look. Oh ja. Yeah. Und dann gehen wir jetzt hier in. War ich in den schon? Nee. Dann gehen wir jetzt hier in den. In den. Oh, und in den. Also der hier, ne? Also die Palette, richtig toll. Richtig toll. So, ihr Lieben, schreibt mir eure Meinung in den Kommentaren. Wisst ihr, was mir jetzt so gefehlt hat? Mascara. Den hätte ich jetzt gerne mal hier mit drin gehabt, ne? Von Revolution habe ich nämlich noch keinen da. Ist natürlich ein bisschen blöd jetzt. Also Mascara, da hätten sie lieber einen.
Liquid Eyeshadow oder ein Lipgloss weglassen können. Und dafür lieber mal noch ein Mascara, ne? Der fehlt jetzt hier. Den hätte ich jetzt gerne gehabt. Oder einen Augenbrauenstift weniger, ne? Aber lieber ein Lipgloss weniger. Und alles, was ihr hier hinten so seht, ne, das wird alles weiter wandern, weil, ja, da muss ich bloß noch gucken, wie ich das mache. Entweder in dem Kalender zurück oder bei eBay verkaufen oder mal gucken. Dann fülle ich in den anderen was anderes rein. Ich werde sehen. Ich werde mir da schon schön was Schönes einfallen lassen. Ich meine, ich habe genug da zum Befüllen wieder für eBay und ich kann eigentlich jetzt schon anfangen, Adventskalender bei eBay zu befüllen, für eBay zu befüllen und hochzuladen, ne? So, ihr Lieben. Hat euch dieses Video gefallen, was jetzt so ein bisschen hier chaotisch war, ne? Lasst mir sehr gernchen, vor allen Dingen ein Däumchen nach oben da, wie gesagt, habe ich schon gesagt, ja, Meinung ist gefragt, könnt ihr gerne unten in den Kommentaren schreiben, ne? Däumchen nach oben da lassen und viel Liebe. Zum Schluss wende ich euch hier ein. Mein Kanal, den könnt ihr völlig kostenlos abonnieren, würde ich mich von Herzen drüber freuen. Hier siehst du meine Playlist von meinem Adventskalender-Unboxing 2021 und hier unten siehst du irgendwo den aktuellsten Upload und irgendeinen Videovorschlag. Und ich sage jetzt Tschüssi, es war mir heute wieder ein Fest, eure Hani, ein buntes Fest.